So, Bellat Schau hier nochmal, liebe Freunde, Zocker und YouTuber in Far Cry 6. Beim ersten Mal habe ich großartig gefailt, aber jetzt wird das natürlich super gehen, weil jetzt haben wir gelernt und die Musik ist ja auch ganz toll und der gute Guapo ist bei uns. Ich will hier die ganze Zeit irgendwas pflücken und ernten. Du bist nicht in New World. So, dich kennen wir schon, mein Freund. Guapo, willst du ihn nehmen? Nein, nein. Den machen wir lieber selber. Guapo ist so laut. Also, das Krokodil muss hier weg. Das war beinahe in die Hose gegangen. Guapo, du bist zu auffällig. Das Krokodil ist definitiv zu auffällig. Was können wir denn da machen? Benzin mitnehmen. Ich kann Benzin mitnehmen? Tatsache, ich kann Benzin mitnehmen. Aber warum? Was hast du gesagt? Hör auf zu flüstern. Irgendwo sind da welche. Ach, das sind die Arbeiter. Okay, die Arbeiter. Bei den Arbeitern ist alles in Ordnung. Jetzt ist erstmal er hier dran. Zip! Eine kleine Herz-OP! So. Bis hierhin. Warum klinge ich so hysterisch? Bis hierhin hat es ja letztes Mal auch super geklappt. Ne, Guapo? So. Eigentlich müssten wir hier noch ein paar. Ich könnte natürlich auch an das stationäre MG gehen und von da ein bisschen. Aber ich habe doch den Extremo. Die Musik ist so geil. Hab ich schon erwähnt, ne? Warum schleiche ich eigentlich und du. Ach. So. Ich würde ja zu gern die Alarmanlage ausschalten. So, da ist ein MG. Das behalten wir uns mal vor. Merke dir, da ist es. Ich knipse die jetzt mal aus hier. Unten bleiben! Mann! Guapo. Du bist zu auffällig, Guapo. Guapo, geh mal da rüber. Ich bin ganz geheimnisvoll. Nein! Wo denn? Okay, der hat mich fast gesehen, Unten bleiben. Nein, hier sind keine Toten, alles gut. Jetzt haben sie mich gesehen. Okay. Ich würde sagen. Wir alles bis auf die Grundmauern nieder. Wie geht das hier? Ach nee, das ist die falsche. Okay, alles cool. Und bleiben. Ich bin der Flecki. Ich esse gern Möhren. Und das im Eintopf und auch ganz roh. Irgendwo sieht mich da einer. Und dem werde ich jetzt ins Gesicht schießen. Wo zum Teufel ist er? Da ist er hin. Und der kleine Guapo hat sie alle zum Fressen gern. Movimento. Die Idioten haben den Alarm angemacht. Ich steck gleich den Extremo an und dann geht's ab dafür. Wer ist das da? Warum hat er eine Waffe? Jetzt hat er keine mehr. Also er hat schon noch eine, aber... Ciao, ciao. Wie komme ich denn hier rein zum Henker? Ich will hier rein. Ich mache jetzt mal hier die Dings an. Auf. Ihr wisst, was ich meine. Komm. Da ist er. Und der andere auch.
Bella ciao, Bella ciao, 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 tralala. Hier riecht's nach Giftgas. Das liegt vielleicht daran, dass ich die Räder aufgedreht hab. Und ich würde mal sagen, wir benutzen mal dieses Ding hier, oder? Hat das irgendwas gemacht? Aha, ja, ich brenne. Nein! Nein! Das arme Krokodil! La, 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 la. So, ich glaube, das reicht. Kann man das mitnehmen? So, wie viel habe ich denn schon kaputt gemacht? 17%. Los! Geh weg hier! Wieso denn? Wir sind noch gar nicht fertig. Guck mal hier, hier ist noch einiges zu machen, mein Freund. Ich beschwöre mich, hör Musik. Wuhu! Weg mit dem guten Tabak. Irgendwas fliegt da in die Luft. Da ist auch noch was. Was singt der? Oh, Vorsicht, da ist dran. Das. Was ist los? Ich komm gleich. Oh, oh. Hat mir einer gesehen. Nö, so nicht. Genau, Buddha. Mensch, Kroki. Guapo. Ich kann doch jemand einmal Wasser für dich mitschleppen. Wo denn? Ich hab noch V. Ich kann noch V drücken. Komm, wir gucken mal, ob wir ein Ziel für unseren Raketenwerfer finden. Huhu. Da ist auch noch was. Und Fackel an. Jetzt renn da nicht wieder rein, Guapo. Ciao, Bella, ciao, 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 da, 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 da. Ich glaube, in meinem früheren Leben war ich mal so ein kleiner Pyromane. So ein kleines bisschen, was war denn da? Wo ist eigentlich die Verstärkung? Meine Nase juckt, Moment. So. Guapo, komm aus dem Feuer raus. Er ist halt ein Heißer. Der Guapo ist ein Heißer. So, wie viel muss ich hier eigentlich anzünden? Ja, ich bin ja dabei. Ich meine, das ist ja kein neuer Quest. Das haben wir alles schon mal gemacht in Far Cry, keine Ahnung. Das war ich nicht. Warum brennt das nicht? Ah. Schwer entflammbar, so ein Tabak. So, wir sind auf 50%. Wir arbeiten uns vor auf die 100. Habe ich noch genug Munition? Ja, ja. Habe ich echt schon alle Waffen? Oh, shit. Mist, das Ding ist alle. So, was haben wir denn hier? Hier können wir auch mal ein bisschen aufräumen. Moment. Wo ist Verstärkung? Ich sehe keine. Ah, Nummer 2. So. Los, raus hier. Wie zünde ich denn das jetzt an? Ich muss das auch anzünden. Warte mal, hier stehen noch überall Benzinfässer rum, oder? Da. Was ist denn, wenn ich das... Geht das? Ja, das geht, glaube ich, auch. Weg mit dem Kickzock! Da ist noch ein... Ja, das hat jetzt aber auch nichts angezündet, leider. Okay, wie kriege ich das jetzt angezündet? Ich brauche Munition. Was ist das hier? Kann man da irgendwas machen? Warte mal, ich gehe mal kurz in Deckung. So. Guapo, geh weg da! Ja, das hat auch nicht geklappt.
Irgendwas ist da, ich weiß noch nicht was. Hilfe! Wappo Frissi, komm! Ich brauch Munition! Ist ja was, das machen wir ganz einfach. Das machen wir jetzt ganz anders. Warte mal, Handgranaten habe ich doch noch auf. Warte mal, Moment mal, wie wähle ich denn die Mollys aus? Aua! Aua! Aua, 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 aua! Nein! Nicht auf mich schießen! Da unten sind sie. Guapo, friss den doch mal! Na bitte, geht doch. Man muss nur wollen. Lass Guapo in Ruhe! Was zum... Das war, Guapo hat's erwischt. Dieser Supremo ist verdammt nochmal perfekt. Sie, denk dran, er ist eine Sie. Und um sie aufzuladen, musst du mehr Soldaten töten. Sag mal, aus was sind wir denn? So. Guapo, ich komme. Supremo bereit. Okay, cool, cool, cool. Guapo, steh auf. Fass! Hol den Soldado. Ja, schieß mal weiter. Juhu! Wir treffen uns am Aussichtspunkt. Ja, ich guck mich noch ein bisschen um hier, ja? Okay, der Supremo ist lustig. Er ist definitiv lustig. Nein, noch nicht schießen hier. Ich muss hier noch Dinge einsammeln. Weißt du das? Wir wissen es nicht. Kann man das irgendwie angrapschen? USB-Stick auf jeden Fall. Was meinst du mit einem USB-Stick? Vervollständige Liefer, indem du USB-Sticks Ausschau hältst und da geschilderte Musik... Was? Musik? USB-Songs? Juhuhuhu! Okay, warte. Hui! Und... Ja, Vollingen! So, was hat er gesagt? Wir sollen uns hier verdünnisieren, ne? Wir haben Triff dich mit Julio und der ist wo? Ne, das ist... Warte mal, da. Julio, ich komme. Ich glaube, wir haben genug zerstört. Jetzt kann die Musik aufhören. Die ist jetzt ein bisschen verstört. So, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Mit dem Flammenwerfer verbrennen? Kommt mir bekannt vor. Ja, da hat er recht, es kommt einem bekannt vor. Ich würde sagen, aus Far Cry 3, 4, 5. Ist Ubisoft etwa selbstironisch? Oh, ein Pferd. Mach doch mal die Musik aus. Wird ja blöd im Kuchen. Achso, ich soll erstmal mit ihm reden. Ja. Scheiße, du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf. Was? Jetzt halt ihm doch nicht die Knarre vor die... Nein! So. Also... Hey, hä? Hä? Wir gehen beide zurück zum großen Steinturm. Triff dich mit Julio. Ach, hier ist Julio. Was soll ich denn noch machen? Julio. Jedenfalls, pass auf. Wir sollten verschwinden. Das... Oh je. Was? Kann das sein, dass ihn irgendwas ablenkt? Den Bauch kann man sicher von Esperanza aus sehen. Julio. Also, pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Ja, Bruder vor Luda, mein Freund. Ich würde sagen, wir haben es hingekriegt. Einsatz abgeschlossen. Feuer und Zorn. So, warum er jetzt sein Pferd nicht mitgenommen hat, das wissen wir nicht, aber ich bin jetzt ein Guerillero. So, das war eigentlich schon mal ganz gut. Ich muss mal ganz kurz checken, was ich noch an Munition habe. Was habe ich denn da an Munition? Moment. Versteht die Anzeige nicht. Habe ich nur noch 5 Schuss? 10 Schuss? 0 Schuss. Okay. Jetzt habe ich so viel Benzin eigentlich. Ich guck mal ganz kurz, was ich hier so zum Upgraden habe.
Den Supremo, kann ich den irgendwie hochballern? Oh, ist das? Warnhebungsgranate. Was kostet mich denn der Spaß? Einmal Supremo-Kleber. Okay. Mods. Oh! Leichter. Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird leicht erhöht. Meine. Ja. Also der Supremo scheint sowas wie mein Kit zu sein. Also das ist jetzt hier, der hat hier halt diese Mollys und das und das und das und was hat er noch? Feld für Supremo-Auflader, Supremo, was ist denn, was kann man hier, da kann man nichts machen, aber hier könnte ich noch was einbauen. Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird leicht erhöht. Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird leicht erhöht. Du kannst mehr Seitenwaffenmunition bei dir tragen. Deine Ausdauer generiert sich schneller. Was ist denn davon sinnvoll? Ich würde sagen, erstmal das. Das habe ich jetzt verbraten. Irgendwas habe ich jetzt verbraten. Ich glaube, den Supremo-Kleber. Ja, das ist okay. So, jetzt halte ich ein bisschen mehr aus. Und jetzt können wir mal gucken hier. Primärwaffe, was haben wir denn da? Das ist die Schnellfeuerwaffe. Können wir da irgendwas einbauen? Oh, da können wir tatsächlich irgendwelche Sachen einbauen. Ein improvisierter Schalldämpfer für die, ist die Frage, für die Schnellfeuermündungsbremse. Horizontale Rückstoß wird verringert. Ein russischer Schalldämpfer. Wo ist der Unterschied zwischen einem improvisierten und einem russischen? Lass mal kurz gucken. Warte mal, da ein amerikanischer. Aha. Überhitzt sehr schnell. Überhitzt schnell. Überhitzt sehr schnell. Also nehmen wir den Russen, oder? Waffenlärm wird in beiden Fällen etwas reduziert. Waffenreichweite wird stark verringert, wird stark verringert, wird etwas verringert. Ah. Ja, andererseits. Horizontaler Rückstoß wird verringert. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Eine andere Optik hätte ich vielleicht gerne mal. Hier haben wir ein Impro-Akkord. Keine Ahnung. Improvisierte Vierstrecken. Impro-Reflexvisier. Improvisiertes Kurzstreckenvisier. Mikro-Reflexvisier. Was ist denn daran sinnvoll? Also Rotpunktvisier, nicht Reflexvisier. Vielleicht einfach ein Reflexvisier, ne? Für Kurzstrecke. Ich meine, das ist ja eine Puste hier. Komm, nehmen wir mal das hier. So. Und was haben wir hier noch? Munitionsfeld. Da könnten wir, da haben wir halt die Weichzielmunition drin. Das ist okay. Und dann nehmen wir nochmal, dann sollen wir, ach schade, den Rückstoß können wir nicht mehr reduzieren. Dann können wir noch einen Impro-Schalldämpfer. Ne, ich würde gerne den Rückstoß reduzieren. Dann lassen wir das Ding so. Und das ist unser Panzerbrecher. Da hätte ich auch gerne mal hier so ein Reflexvisier drauf gehabt. Wobei, da können wir gerne mal leicht vergrößern, das Kurzstreckenvisier. Ja. Improvisiertes viermal ein Kurzstrecken. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Hopp. So. Und den. Das wären die beiden Dinger. Jetzt. Achso, das Ding können wir ja nicht verbessern, weil das eine Special-Waffe ist. Ja. Okay, aber was ist mit dem Flammenwerfer? Können wir den auch, können wir daran auch spielen? Improfeld, Standardbrennstoffpumpe. Okay, kann man glaube ich nichts mehr. Standarddüse, können wir auch nichts machen und da können wir auch nichts machen. Okay, der Flammenwerfer bleibt erstmal wie er ist, aber ich habe zumindest jetzt. Ja, da sieht mir doch schon mal nach was aus, ja, Heidewitzka, Freunde. Klar. Ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Dani, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Dani. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Ich spreche mit Benito. Okay, also wir haben jetzt die. Da ist mein Lager. Da ist Kontrollpunkt. Den habe ich eingenommen, genau. Was haben wir da? Da haben wir die Flugabwehrkanone. Die sollte ich ja ausschalten. Haben sie gesagt. Jetzt ist die Frage, wo soll denn dieser Treibstoff der Revolution? Du willst unsere Hilfe? Dann besorg uns Treibstoff aus dem Detour, damit wir überleben. Okay. Dafür kriege ich eine Angel oder wie? Oder was?
Wo soll jetzt dieser Benito sein? Clara will, dass ich den ehemaligen Guerilla in einer Werft treffe. Und wo ist das? Ich sehe die Werft halt nicht. Aber ich meine, wir können ja auch erstmal hier... Was ist das? USB-Songs. Was haben wir denn für einen? Okay, alles klar. Ich würde sagen... Oder ist er hier auf der Hauptinsel? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe keinen Dunst. Ich würde sagen, vielleicht erstmal hier. Erstmal den Treibstoff holen, oder? So. Ja, so machen wir das. Vamos. Vamos. Adelante. Kann ich eigentlich hier schießen? Ja, kann ich. Pack sie wieder weg, sonst kommt hier irgend so ein Soldado. Na los. Was gibt's hier so? Ach, hier habe ich den Soldado. Warte mal, da liegt Munition. Ah, okay, ich bin voll. Ey! Ey! Hotte! Nicht wegrennen. So. Keine Sorge. Ich tue dir nichts. Wir. No trespassing. Und dann sollte ich vielleicht nicht hier lang reiten, oder? Ach, Quatsch. Komm. 200 Meter. Heute machen wir mal Nägel mit Köpfen. So, dafür, dass ich hier nicht durch durfte, bin ich aber ganz gut durchgekommen. Aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt irgendeine andere Aufgabe, oder? Also das ist jetzt nicht der Fischer, wo ich jetzt hinreite. Er summt schon wieder. So, warte mal. Sieht so verlassen aus. Sieht mir viel zu verlassen aus. Das ist harmlos, oder? Das ist, glaube ich, der Quest. Schön da bleiben, Hotte. Bin gleich wieder da. Yo, Disco Baby. Ich plündere erstmal ein bisschen, ja, bevor ich den anquatsche. Ja, du suchst auch mit. Gutes Kroko. Da ist auch noch was. Ich will da ran. Ich will da ran. Ich will da ran. Ohne Witz. Okay. Es ist okay. Ich bin nur hier. Ich will an die. Manchmal ist der einfache Weg der bessere Weg. So. Ein Supremo-Kleber. Oh, damit können wir den Supremo wieder pimpen. Warte. Ach nee, dafür brauche ich eine Werkbank. Gut. Ah! La vida loca! Der kriegt schon wieder Urheberrechtsprobleme von YouTube, verdammter Mist. Mach die Musik ja aus. YouTube geht mir doch auf den Keks, Mensch. So. Verschwindet! Ist alles gut. Ich hab nur das Radio. Supremo bereit. Okay. So. Hier ist auch noch was. Ach, da ist das nächste Radio. Into your brain. Side inside out. Viva loca. Verdammter stinkblöder Urheberrecht. So. Carajo, bin ich erschöpft. Ja, was soll ich Ihnen sagen? So, wir machen mal den Supremo hier nochmal. Supremo. Was haben wir hier? Feld für Supremo-Auflader. Kann man nichts mitmachen. Supremo-Feld. Können wir irgendwas upgraden? Hier könnten wir... Achso, nee, das hatte ich ja schon. Die Frage, brauche ich sowas? Ja, komm. Zack! So, jetzt ist der Supremo voll gepimpert.
Was ich mich jetzt allerdings frage, wie wechselt man denn jetzt? Ah, so macht man das. Okay. Nee, wir bleiben mal. Das ist die. Wir bleiben mal bei der. Molly ist aber auch nicht schlecht. Junior, ist das heiß heute? Ja. Wir sind ja auch in Kuba. Und in Kuba, mein questgebender Freund, ist es halt mal etwas wärmer. Wo sind... Ah, okay, hier ist erstmal nichts. Okay, holen wir uns mal den Quest von ihm ab. Halt, da oben steht er noch was. Ach nee, das ist die Werkbank. Hör auf, lass los. Lass los! Sieh? So, was, mein guter Freund? Wann kriegen wir Boote? Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu beredet. Sie hat sogar uns Fischer für ihren Libertad-Unsinn eingespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Hab 5 meiner besten Leute verloren. Jetzt kommt Clara an und will Boote und neue Rekruten. Ich bin eher Pirat als Fischer. Dafür kannst du dem Embargo danken. Mit unseren Booten holen wir Fische aus dem Wasser und bringen Menschen und Schmuggelware an der Armee vorbei. Aber El Presidente hat die Schrauben angezogen. Die neue Kommandantin, Rosario, hält den ganzen Treibstoff unter Verschluss, damit Libertad ihn nicht kriegt. Legt jeden um, der sich auch nur in die Nähe wagt. Clara will, dass wir Libertad helfen? Dann erobere die Tankstation zurück. Töte Rosario. Hilf dabei, dass wieder Essen auf unseren Tisch kommt. Alles klar. Also, Benzin holen, den Kommandanten töten und oder die Kommandantin und dafür kriegen wir dann eine Angel. Das ist schön. Suerte, compay. Genau. So, wo müssen wir da hin? Ach, ist ja nur ein... Was? Zum Henker? Danny, das Einzige, was besser ist als ein Guerriero, ist ein Guerriero mit einer geilen Karre. Willst du, dass ich eine Klammer? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich habe einen Freund, der es direkt zu dir bringt. Gracias. Aber du hast keine Freunde, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Wie rufe ich denn an? Schweißbrenner, Werkzeug, das ist immer gut. Wie rufe ich denn jetzt an? Das ist jetzt so ein kubanisches Dingens da. Keine Ahnung, wie ich anrufe, aber das werden wir dann... Ah, jetzt wird es mir erklärt. So, du kannst dein Fahrzeug über das Q-Waffenrad... Aha, dein Fahrzeug wird dann direkt zu dir ausgeliefert. Kofferraum kannst du bei Bedarf Munition auffüllen. Oh, schnell. Offensive Waffen mit Q. Was habe ich denn für ein Fahrzeug? 1 habe ich gerade. Okay, und ich habe einen Schweißbrenner. Jetzt habe ich mehrere Quests. Warte mal. Ich habe hier Treibstoff für die Revolution, Treibstoff für die... Ah, okay, verschiedene Treibstofflager. Und wo hält sich nur Rosario auf? Und das Ding soll ich ausschalten, ne? Ich würde sagen, wir nehmen als allererstes mal das hier. Das schien mir so in der Nähe zu sein. Okay, gehen wir mal grob in die Richtung. Und wir könnten uns eigentlich, wenn wir auf der Straße sind, das ist nicht die Straße, das ist ein Fluss, können uns aber auch einfach ein Fahrzeug klauen, oder? Andererseits kann ich da Munition auffüllen an meinem Fahrzeug. Dann machen wir doch das lieber. Ist das hier eine Straße? Ja, sieht so aus. Okay. Ich fahre lieber. Da ist ein MG obendrauf. Danke sehr. So, ich fülle mal meine Munition auf. So. Ach so, das hat eine halbe Stunde Abklingzeit. Das ist ja Bederbe. Gut, dann... Jetzt haben wir gar keinen, der da oben drin sitzen kann. Guapo? Nee. Da, 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 da. Das ist ein schickes Auto. Ja, das ist absolut. Ein Auto, Danny. Das ist eine 1956er Beaumont Valentina. Bist du ein... Überlege gerade, ist das ein... Du bist definitiv einmalig. Blöde Idee. Da habt ihr. Ah, sie brennen.
Na, lass das doch. Lass das doch. Lad nach, lad. So, Mann. So. War jetzt nicht ganz so effektiv, aber es hat irgendwie geklappt. Das waren nämlich die Bösen. Guapo, du hättest dich auch mal irgendwie beteiligen können. Ich war eigentlich der Meinung... Ach, das ist mein Pferd. Okay. Nee, ein Pferd. Ich muss mal ganz kurz hier wieder auf die Dinger gehen, weil das war natürlich kontraproduktiv, dass ich jetzt gerade... So, komm, Goldchen. Finde die Übergabestelle. Bring dieses Pferd zu einer beliebigen Pferdeübergabestelle. Danach ist es dann jeder Pferdeübergabestelle. Aha. Nein. Das brauchen wir jetzt nicht. Da fällt mir gerade Siedenteils ein. Okay, ich kann offenbar... Doch, warte mal, geht. Ich habe ja immer noch das Anti... was ist das denn? Ach, das Ding kann man auch ausstatten. Nee, das ist das Fahrzeug. Und was ist das? Okay, der hat einen Kuhfänger vorne drauf. Defensiv. Wir können das Fahrzeug pimpen. Und wir können da Sachen einbauen. Wie cool ist das denn bitte? Wackelfiguren. Okay. Aber ich wollte ja eigentlich mich pimpen. So, und zwar wollte ich Folgendes machen. Nee, Fahrzeuge wollte ich nicht. Ich muss mal ganz kurz die anklicken, damit alles weg ist. So. So. Und so. Ich wollte an meinem Outfit rumfummeln. Da ist auch noch was. Ach, da kann man auch andere Sachen oben drauf flanschen. Oh, man kann sein Auto richtig... Das ist aber neu. Ich glaube, das mag ich. So, was ich machen wollte, war Folgendes. Ich wollte hier den... Wobei, den kannst du anlassen, solange du nichts anderes hast. Aber hier wollte ich die Uhr anziehen. So. Weil ich wahnsinnig gerne panisch rumrenne. Los, hier. Nicht mehr weg hier! Warum denn? So, alles gut. So, 400 Meter. Wie ich da ankomme und Treibstoff klaue oder in die Luft jage, das seht ihr beim nächsten Mal. Aber jetzt werden jetzt erstmal Leute über den Haufen gerannt. So. Nein! Was ist denn los? Kann ich helfen? Weiter geht's beim nächsten Mal.